Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Zoo 2 Animal Park. Ja, heute mal etwas später zum Sonntag als üblich. Bei uns ist so ein bisschen Aufregung hier vor Ort, denn der ein oder andere von euch weiß das ja vielleicht. Ich wohne ja am Harz und ja, bin hier auch gebürtig und ja, bei uns brennt es seit gestern im Harz ganz, ganz doll. Und das ist natürlich ein Riesenthema bei uns, ne? Das musste erstmal geguckt werden nach den morgendlichen Nachrichten. Ja, und wenn man denn liest, 62 Hektar Wald stehen in Brand und 100 Hektar sind wohl sehr wahrscheinlich. Und dass da schon aus dem Ausland dennoch Löschflugzeuge mit angefordert wurden und so weiter und so fort, das geht einem schon nah. Und ja, man ist so ein bisschen entsetzt, ne? Wenn die Heimat in Flammen steht, ist das nicht unbedingt so eine ganz tolle Sache. Und ja, deshalb bin ich heute Morgen etwas später dran, denn die News musste ich natürlich jetzt erstmal abwarten. Ja, ich wollte ja wissen, was ist jetzt über Nacht passiert. Na, ist ja alles unwegsames Gelände. Und ja, drücken wir die Daumen, dass die ja, Feuerwehrkräfte und THW und was nicht alles am Einsatz ist, ist ja mit Bundeswehr und Polizei, ist es ja abartig. Ne? Hier geht richtig was ab. Und ja, das hört sich jetzt so ein bisschen nach Begeisterung, Sensationslust oder irgendwie sowas an. Nein, so ist es nicht. Aber man ist einfach erschrocken. Na, und möchte eigentlich gern helfen und kann es nicht. Ne? Ist eine ganz schwierige Situation für uns hier auch. Ne? Ja, gut, dann würde ich aber sagen, ich habe jetzt eigentlich gehofft, dass ich hier auf dem Weg mein Maskottchen finde, denn ihr seht schon, ich habe mir Diamanten gekauft, weil demnächst ja Lucy und meine Akademie wieder anstehen zur Verlängerung und eben lief doch mein Maskottchen hier noch rum. Das bekommen wir seit neuestem beim einmaligen Kauf, ne? Ich denke, viele von euch haben das vielleicht auch schon. Kann man das irgendwie suchen, dieses Maskottchen? Es ist ja fürchterlich. Wo ist es denn abgeblieben? Ist ganz schön flott, der Gute hier. Ich habe ihn hier gesehen, den Löwen. Aha, hier ist er. Jawohl. Moin. Da ist er. Und dann gucken wir doch mal, was er heute im Angebot hat. 100 Münzen. Okay. Gibt es mal Münzen, mal gibt es Erfahrungspunkte. Ja, dann habe ich schon ein Puzzleteil für ein Tierchen gekriegt und so weiter und so fort. Also da gibt es doch das ein oder andere. Bin ich mal gespannt, was man da noch so alles abgreifen kann. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr bis dato schon so alles bekommen habt. So, wir werden uns jetzt aber erstmal noch mit anderen Dingen beschäftigen, denn wir haben ja hier noch eine Schnappschildkröte zu vervollständigen. Wo ist sie denn? Warte mal, wir gehen mal hier auf Tiere. Da ist das vielleicht etwas einfacher. Wir gucken mal. 6000 Tickets habe ich. Sehr schön. Das heißt, Schnappschildkröte Nummer 2 ist jetzt auch eingezogen. Sind sie nicht mehr alleine oder... Die eine Schildkröte ist nicht mehr allein. Das ist doch eine feine Sache. Wunderbar. Sehr schön. Ein Schnapp. Okay, dann, wie gesagt, habe ich mir ja Diamanten gekauft und mir ein Tierchen ausgesucht, was ich da bekommen habe. Dafür brauchte ich ein Grasgehege und das Tierchen oder die Tierchen sind zwei Panzernashörner. Fand ich ja auch mal mega knuffig. Ja, die ziehen natürlich auch bei mir ein. Jetzt gucken wir erstmal. Hallöchen. Na du? Herzlich willkommen bei uns. Okay, dann gucken wir mal. Eins von eins. Das war mir schon fast klar. Ist ja ein großes Tier. Und dann werden wir das Ganze hier mal ein bisschen erweitern. Ne? Und zumindest so weit kommen. Naja, komm, mach mal erstmal bitte da lang. So, dann könnten wir jetzt schon das zweite setzen. Aber wir machen das gleich mal richtig. Hey, ich wollte gerne hier auf die Ecke erstmal. Jawohl. Dann basteln wir, glaube ich, hier weiter, ne? So, dann könnten wir jetzt, nee, jetzt ein drittes platzieren und einziehen lassen. Und wir bräuchten jetzt noch 6. Okay, dann gehen wir mal in die Richtung. Wir wollen ja viel Platz haben, ne? Die sollen sich ja hier wohlfühlen. Hier noch 1. Ja, jetzt ist natürlich blöd, dass ich hier den Platz gerade nicht habe. Warte mal, dann nehmen wir das weg.
Doch, das nehmen wir hier mal weg. Das können wir dann immer noch schön machen, ne? So. Bitteschön, dankeschön. Und dann kommt hier der letzte Teil rein und dann könnte ich zumindest schon mal 4, ja, Panzernashörner hier drin haben. Das ist doch eine nette Sache. Ja, gut, dann geht's nur bis hierhin. Das ist eine schöne Sache. Und ja, dann würde ich sagen, platzieren wir erstmal das zweite. Oh, sehr schön. Ach, guck mal, diese Laterne können wir ja auch mal hier mit hin platzieren. Boah, nicht schlecht, Herr Specht. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal hier rein ins Gehege, was die haben wollen. Ein Trog ist klar, eine Wasserstelle ist klar, eine Spielgrube. Das war mir auch schon fast klar. Ja, das kriegen wir, glaube ich, hin, ne? Haben wir aber alles nicht mehr auf Lager. Also, gehen wir mal wieder in unsere Tickets. Und gucken, was wir mal hier so finden. Weil Grasgehege hatten wir ja erst, da war gar nicht mehr so sehr viel, ne? Ich meine, ob das jetzt schlau ist, da eine Schubkarre als Deko reinzustellen? Schwierig, ganz schwierig. Komm, wir packen den hier mal in den Stall rein. Dass wir mal gucken können. Ja, wie gesagt, wir hatten ja letztens erst das Grasgehege, sodass wir da gar nicht so sehr viel haben dürften an Deko-Krams, ne? So, du bist Gras, das ist gut. Einer reicht wie immer. Und dann gucken wir mal weiter, was wir hier so Schönes noch im Angebot haben, ne? Hier ist eine Wasserstelle, die brauchen wir auf jeden Fall. Sehr gut. Guck mal hier, so ein paar Sonnenblümchen packen wir den rein. Passt zwar gar nicht in deren Gebiet, ne? In ihren Lebensraum, denke ich mal. Aber gut, es nützt ja alles nichts. Sie sollen es ja trotzdem schön haben. Ach komm, dann machen wir mal alle beide. Habe ich keine Spielgrube? Habe ich die übersehen? Kann ich mir ja nicht vorstellen, dass ich die nicht habe. Doch, hier. Da ist sie. Oh Gott. Das sind ziemlich viele, würde ich mal behaupten. Okay, dann basteln wir mal wieder. Ich würde sagen, den Trog packen wir vielleicht mal hier so hin. Dann einmal Planschen für Nashörner packen wir hier hin. Eine Wasserstelle, ja, ich würde sagen, die packen wir mal hier unten hin. So. Und dann packen wir vielleicht hier oben mal ein Bäumchen mit dran. Und vielleicht einfach hier so mitten rein, wa? Naja, ein bisschen an den Rand wäre nicht schlecht. So drehen wir ein bisschen um, dass es nicht alles so gleich aussieht. So, dann kommt hier ein Sonnenblümchen mit hin. Den Stall, ja, den könnten wir ja eigentlich mal so ein bisschen so platzieren. Ja, eine Schubkarre stellen wir hier natürlich auch mit hin. So, warte mal, eins rüber möchte ich dich gern haben, danke. Und ein bisschen Blümchen. Machen wir einmal hier vielleicht so an dem Baum dran. So. Kriegen wir hier noch ein Blümchen mit hin. Ja, guck mal. Ich denke, das ist in Ordnung. Ich meine, ich finde das immer noch ein bisschen klein, ne? Also wenn ich jetzt überlege, da müssten 4 reinpassen. Huhu. Ist ja schon speziell, ne? Naja, dann gucken wir mal, ob die denn hier die Wasserstelle auch zum Spiel... Ach, die Spielgrube auch zum Spielen benutzen oder ob ich die jetzt mal wieder zugebaut habe. Ne? Sind ja ein bisschen gemütlicher unterwegs hier, die zwei. Ne? Haben wir, oh, so wollte ich nicht klicken. Wir haben ja auch Zeit. Ne? Klein Schalupkes hier. Naja, du wirst doch wohl dich festbangen oder was passiert da oben jetzt? Na? Ja, backt sich fest. Okay. Das kann man so nicht lassen. Jawohl. Okay, dann haben wir jetzt, glaube ich, die Spielgrube so richtig freigestellt, weil sie sich beide so gefreut haben. Guck mal, oh, die freut sich auch gleich. Wunderbar. Vielen Dank, vielen Dank. Sehr schön. Ja, klasse. Da würde ich sagen, haben wir das auch gleich mal platziert, ne, dass ich hier nicht wieder unnötig ewig lange Tierchen im Inventar habe und sie nicht platziere. Ne? Ja, das ist okay. Gut, dann haben wir die Schnappschildkröte platziert.
also die zweite, wir haben hier, warte mal, kriegen wir dich noch eins ran? Dann müssen wir, na, ach doch, komm, mach mal einfach. Wir müssen ein bisschen Platz sparen, ne? Da kommen ja noch ein paar mehr Gehege. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Ja, ich denke, das ist in Ordnung so. Den Rest drumherum basteln wir dann, wenn wir die nächsten Gehege platzieren. Na, wer weiß, ja. Kommt ja noch das ein oder andere, allein schon über den Kalender, ne? Kriegen wir ja noch den gelben Kusu. Da bräuchte ich denn so langsam, aber sicher mal, da kommt schon morgen das erste Teil. Da bin ich ja dann auch mal gespannt, ne? Ich denke mal wieder 10.000 zum Vervollständigen, ne? Ich befürchte das. Aber da könnten wir das auch schon mal platzieren vielleicht. Habe ich denn ein Waldgehege? Warte mal, machen wir mal so machen. Gehege, Wald. Haben wir hier schon mal was? Ja. Ach so, nee, warte mal. Ich habe doch hier noch dieses Unförmige. Genau. Dann probieren wir erstmal damit vielleicht ein bisschen was zu basteln. Ich weiß ja nicht, wie viel Platz die Kusus brauchen. Okay, ihr Lieben, ich würde es jetzt auch schon dabei belassen für diese Folge. Ich bin zufrieden, habe meine Tierchen platziert. Ich finde sie super knuffig. Ja, dann bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntag und würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit am Start seid. Also, bis dahin, ihr Lieben. Macht es gut. Tschüss.